posiert in Afrika mit deutschen Autos. Und das ist mein Cabrio. Dieses hier fahre ich, um draußen eine schöne Zeit zu haben. Vorm Haus steht auch ein Audi mit Dortmunder Kennzeichen. Dort wohnt Jonathan A. eigentlich. Er ist deutscher Staatsbürger. In den sozialen Medien nennt er sich Mr. Cash Money und wirft mit Geldscheinen um sich. In Deutschland ist den Behörden der Mann aus Nigeria aufgefallen. Nicht wegen der Autos, sondern weil er in Deutschland 24 Kinder anerkannt hat. Für die zahlt er nicht. Wir erfahren, für sie muss der deutsche Staat aufkommen. Es sind Kinder von verschiedensten Frauen aus afrikanischen Ländern. Weil er Deutscher ist, haben die anerkannten Kinder, deren Mütter und weitere Angehörige ein Bleiberecht in Deutschland. In seinem Fall sind es 94 Personen. Aus den Tabellen, was den Menschen zusteht, an Bürgergeld, an Energiekosten, an Kindergeldzuschlägen, kann man durchaus sagen, dass allein dieser Mann Kosten für die Sozialkassen von deutlich mehr als 1,5 Millionen Euro im Jahr verursacht.